Ronny Thielemann versprüht Optimismus und Tatkraft bei seiner Heimpremiere. Wir wollen Ferl in die Knie zwingen, sagt er selbstbewusst. Butzen und Frick stehen in der neu formierten Dreierkette für den gesperrten Carrera und von Schrötter. Sie brauchen defensive Stabilität und vorne mindestens ein Tor. Und was für ein Auftakt. 3 Minuten nur gespielt und Zwickau führt durch den Treffer von Gomez. 4. Saisontor für den US-Boy. Möker hatte die Vorarbeit geleistet. Und Johann Gomez überrascht Niklas Tiede im Kasten der Gäste. Was macht der Aufsteiger aus Ferl? Der hat zunächst eine prächtige Serie hingelegt. 8 Spiele nicht mehr verloren. Und dann ist es Tuk Benyo. Prüft hier Brinkis zum ersten Mal in der 11. Minute. Mit einer Glanztat aber verhindert Zwickaus Keeper den Ausgleich. Der Nachschuss von Wolfram ohne Wirkung. Zwickau ist richtig gut drin im Spiel. Baumann, der läuft und trifft nicht, weil Tiede ihm die kurze Ecke zustellt. Trotzdem, was der Gastgeber hier in der ersten Hälfte abspult, das ist aller Ehren wert. Dann hatten sie eine kurze Phase, in der sie Luft holten und Ferl Spielanteile bekam. Aber sofort geht's weiter. Über Gomez, Eichinger setzt sich durch. Möker kann den Ball nicht kontrollieren und geistesgegenwärtig Yannick Vogt stellt kurz vor der Pause auf 2-0, kam vom VfB Auerbach aus dem benachbarten Vogtland. Hochtalentierter junge Werder Bremen soll Interesse gehabt haben. Er entschied sich für den FSV Zwickau und rechtfertigt das Vertrauen von Ronny Thielemann. Zuletzt hatte er 4 Chancen liegen gelassen. Das hier tut ihm und dem FSV gut, der führt zur Halbzeit verdient. Der favorisierte SC Ferl liegt 0-2 zurück und der Support, der hält sich in Grenzen. Ein einziger steht hier tapfer seinen Mann. 2. Hälfte. Zwickau im Verteidigungsmodus steht tief und hat Glück, dass Schiedsrichter Hildenbrand nach dem Handspiel von Möker weiterlaufen lässt. Bis zur 84. Minute hält das Abwehr-Bollwerk. In den letzten 3 Spielen aber hatte der FSV 11 Gegentore kassiert. Noch ist die Partie nicht aus. Grodowski holt hier einen Elfer raus für Ferl. Kontakt von Frick ist da. Den Strafstoß, den will Kobos verwandeln. Und scheitert an einem glänzend aufgelegten Brinkis. 89 Minuten sind runter von der Uhr. Alle haben sich auf ein 2-0 eingestellt. Und dann ist es mucksmäuschenstill im Stadion. Der SC Ferl mit dem Anschlusstreffer. Ein unglückliches Eigentor von Davy Frick. Es bleibt aber dabei. Zwickau rettet 3 wichtige Punkte ins Ziel. Dass am Ende so spannend wird, war fast zu erwarten, weil Ferl schon auch einen guten Ball gespielt hat. Sie haben uns da sehr viel laufen lassen. Aber wir haben das alles in allem gut gemacht. Viel besser kannst du dir die Heimpremiere nicht malen. Ronny Thielemann mit einem wichtigen und verdienten Dreier gegen Ferl. Der FSV Zwickau lebt.